So, hallo liebe Leute, willkommen zurück. Mir ist aufgefallen, dass die letzte Folge leider nicht aufgenommen worden ist. Weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe wahrscheinlich vergessen, auf Aufnahme zu drücken oder irgendwas in der Richtung. Ja, tut mir wirklich leid. Geht's weiter. Wir haben bereits Runde 112. Und ja, wir haben hier zwei Städte verloren in der Zwischenzeit, Hastingland und Kentland. Gegen den grünen Spieler Bianca oder die grüne Spielerin Bianca. Allerdings haben wir dafür die Stadt zum Dock hier erobert in der Zwischenzeit. Und wir haben zwei neue Städte gegründet, Oxland und Old Castle hier im Osten unseres Reiches. Und die Stadt hier im Norden, Bright Haven, haben wir gegründet und ist inzwischen auch schon als Stadt entwachsen. Ja, hier gab es tatsächlich einen coolen Kampf in Hastingland. Da hatten wir ja so eine Stadtmauer um die Stadt herum. Und das war ein ganz cooler Kampf. Haben wir ganz knapp verloren. Wir haben dem Gegner die letzte Einheit, da waren noch zwei People übrig. Und sonst hätten wir es tatsächlich gewonnen. Aber ja, es ist leider verloren gegangen. Und da ich hier im Norden unterwegs war, habe ich hier Kentland auch leider nicht vernünftig verteidigen können. Jetzt sind meine Truppen inzwischen schon hier. Und ich habe hier Höllenhunde und Hochmenschen Kavallerie da. Die Hochmenschen Kavallerie ist aber beschädigt worden, weil die hier mehrmals angegriffen worden ist. Die Berserker sind hier Action und die, wie gesagt, die Höllenhunde. Achso, ich wollte nochmal schauen, weil die hier hat tatsächlich. Ne. Achso, hier, genau. Wir haben hier so einen Plattenpanzer angeboten gekriegt. Das geben wir mal der Rula hier. Aber das irgendwie anlegen oder ist es automatisch an? Ach, jetzt, okay. Was bringt denn das? 4 Resistenzbonus, 3 Bewegungsbonus, Elemente-Resistenz und 2 Rüstungsbonus. Okay. Und die Kollegin hier, die Valana, die Bardin, hat auch schon Level Up gehabt in der Zwischenzeit. Und hat jetzt 7 Nahkampf, 8 Rüstung. Durch die Boni jetzt mit der Rüstung hat sie jetzt noch auch noch 13 Resistenz, 8 Trefferpunkte. Also die ist gut am Start. Ist auch schon immer ein Hauptmann. Ja, also die ist wirklich stark dabei jetzt und ja, schau mal, was hier so entwickelt, was sich hier so entwickelt. Auf jeden Fall können wir die nächste Forschung schon mal wählen. Zauber aufheben machen wir nicht, weil wir haben da eine besseren, wobei der wäre natürlich wesentlich günstiger, ne? Vertreibung des Bösen, was ist das denn? Die Kraft des Lichts füllt eine Zielkreatur aus der Chaosphäre oder Todessphäre in heilige Flammen. Ja, das Problem ist bei diesen Zaubern, das ist immer nur speziell für diese Chaos- und Todessphäre gedacht, ne? Und das ist halt immer ein bisschen doof. Das dauert hier 45 Runden, Spruch kostet sie immer noch gar nicht. Ich glaube, das machen wir mal hier. Das dauert 13 Runden, das passt dann schon. Über die Magie kurz rein. Ich bin jetzt hier maximal auf Mana, weil wir Mana brauchen. Forschung und Zauberfertigkeiten haben wir ein bisschen zurückgeschraubt. Ich glaube, wir können tatsächlich aber mal auf Level 2 gehen, immerhin bei beiden. So. Und dann dauert es mit der Forschung auch nicht ganz so lang. 11 Runden jetzt inzwischen. Und hier die Zauberfertigkeit ist inzwischen schon 32, geht jetzt Richtung 33. Und wir haben immer noch 10 Mana pro Runde. Ja, unser Gold ist leider ein bisschen zurückgegangen, weil wir sehr viel Unterhalt für die Städte haben und so weiter. Wir haben, ja, wir bauen eben jede Menge Zeug. Gucken wir mal, was sich hier so bewegt. Wir haben uns hier ein bisschen in der Richtung schon mal weiter bewegt, damit ein bisschen mehr Land erkundet. Ansonsten ist hier jetzt nicht so viel passiert, außer dass uns eben diese Rüstung angeboten worden ist. Die hier, wieso habe ich die hier bewegt? Achso, die sollten hier eigentlich eine Straße bauen, glaube ich. Und die People hier eben auch. Ne, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wieso die hier sind. Okay, ich würde mal sagen, die sollen mal hier eine Straße Richtung der neuen Stadt zum Dock bauen. Und die haben hier jetzt inzwischen die Straße fertiggestellt. Dann können die hier direkt mal in die neuen Gebiete schon mal die Straßen erweitern. Mal darüber laufen. Beziehungsweise sogar hierüber. Und dann können die hier auch schon mal anfangen, eine Straße zu bauen. Genau. So, was ist noch übrig? Also der hier gerade eben. Der soll tatsächlich auch Richtung der Stadt schon mal bauen.
Und mit der Armee könnten wir hier Stadt hier zurückerobern. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das riskieren sollen mit der Hochmensch-Kavallerie. Die hat ja schon ein bisschen Damage gefressen, aber ich glaube, wir haben da genug andere starke Einheiten. Sollte eigentlich klappen, oder? 30 mittlere Verluste, 70% geringe Verluste. Ich werde mal den selber befehligen. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht, ne? So. Ah, super, da wird direkt hier mal alles gekillt. Das ist natürlich doof, die Berserker wurden gleich vollständig vernichtet, oder was? Ach, so ein Blödsinn. Ja, das ist jetzt natürlich Kacke, ja. Kann ich die hier nur nicht untote Einheiten. Ja, aber das ist doch keine tote Einheit, oder? Habe ich jetzt falsch geklickt? Heilung. Oder ist das was anderes? Ich bin mir gar nicht so sicher gerade. Die Heilung. Nur nicht untote Einheiten. Waren denn die untot, die Berserker oder was? Die haben ja sogar noch minimal Leben, wenn ich das hier sehe. Keine Ahnung. Ach scheiße, jetzt habe ich mich bewegt hier. Das wollte ich gar nicht. Die Kavallerie, ja, wobei, die ist okay da hinten. Ich würde mal sagen, wir tun trotzdem aber einen Zauber sprechen. Sagen wir mal Heldentum, oder? Oder Phantomkrieger erstmal erschaffen. Ich glaube, ich werde mal die Phantomkrieger erstmal erschaffen. Die sollen mal hier vorne mal rumstehen. Und dann können die Bogenschützen hier schon mal da drauf ballern. Die hier sollen auch mal da drauf ballern. Auf diese komischen Wolfsreiter, die halten natürlich einiges aus, ne? Können die sich auch schon bewegen, oder was? Ja, wunderbar. Allerdings machen die jetzt nicht gerade viel Damage. Die sollen mal da am besten rumstehen. Unsere Höllenhunde machen jetzt auch nicht so viel Damage. Die sollen mal ein bisschen nach vorne bewegen. Und die Heldin, ich weiß nicht, ob die Heldin vielleicht die angreifen könnte. Die macht ja ordentlich Damage immerhin. Und sie kann nochmal angreifen. Sehr gut, ein Köter ist gestorben. Mit dem können wir aber nicht angreifen. Dann lassen wir es mal so und gucken wir mal, was in der nächsten Runde so passiert. Jetzt tut er uns einfrieren hier, der gegnerische Zauberer. Und greift unsere Bogenschützen an den Nasenbär, das war klar. Eieieiei. Können wir die heilen oder sind die jetzt down? Soll die mal versuchen hier zu heilen? Okay, das hat ein bisschen was gewirkt. Jetzt voll. Die Hochmenschen-Kavallerie, die macht auch einigermaßen Schaden. Ich glaube, ich mache jetzt mal erstmal eine Elite-Einheit irgendwo draus. Ein Heldentum. Und zwar bei den Bogenschützen hier. Sind jetzt gerade eben geheilt worden. Die sollen mal ordentlich Damage machen. Die machen jetzt hier 40%. Oder da. Ne, hier. Sorry. Genau, die sollen mal angreifen. Damit sind die down. Hier war natürlich schon sehr gefährlich. Ich muss mich hier mit den Bogenschützen ein bisschen zurückziehen, weil die Bärlis greifen sonst an und dann sind die wahrscheinlich recht schnell down. Die hier können aber tatsächlich irgendwo noch drauf schießen. Die Gnollsperrkämpfer sind nicht ganz so schlimm, aber die Bären sind natürlich. Die hauen schon ordentlich rein. So, die hier sollen hier nur ein bisschen verteidigen und sie soll sich ein bisschen zurückziehen. Sie kann sich nicht mehr bewegen, weil sie gezaubert hat. Und der hier soll auch nur verteidigen. Also soll die Wolfsreiter hier mal angreifen. Da ist sogar noch was übrig. Ich habe gedacht, die wären schon down. Jetzt sind sie down, endlich. Okay, die hätte ich auch benutzen können. Habe ich nicht gecheckt. Und die Hochmenschenkavallerie, die werden wir jetzt noch in der Hinterhand halten. Machen wir Spiel zu beenden. Jetzt greift er immer noch an mit seinen Zaubern. Ja, spannender Kampf. Die Heldin verliert ordentlich Lebenspunkte. Ich muss sie gleich mal heilen, dass sie mir drauf geht hier. Wir können ja hier schon mal irgendwo drauf schießen. Vielleicht auf die Bären zuerst, weil die Bären machen meistens Damage. Hier ein Bär ist down. Nochmal drauf schießen. Und nochmal drauf schießen. Kann sie hier
Ich glaube, ich werde sie mal auch mal zum Elite befördern, oder? Geht das? Heldentum unzureichend. Okay, kann ich nicht mehr einsetzen. Was kann ich überhaupt noch machen? Kann, glaube ich, gar nichts mehr einsetzen. Weil mir eben die Zauberfertigkeitskosten fehlen. Ja, schade. Dann muss man mal so durch. Irgendwie, sie versucht mal die Bären hier ein bisschen zu beschädigen. Und nochmal. Okay, die Bären sind down jetzt. Sollen mal die schwächeren Einheiten jetzt mal ein bisschen nach vorne. Und die Nolle hier angreifen. Ach, Mist, jetzt sind die Kavallerie down, okay. War jetzt ein bisschen doof. Die können leider nur die hier angreifen. Haben immerhin gut Damage ausgeteilt. Gibt es noch eine Einheit, die sich bewegen kann? Nee. Dann müssen wir den nächsten Zug abwarten. Die Heldin lebt noch. Die leben auch Gott sei Dank auch noch. Die Höllenhunde haben sogar die Gnolle hier gekillt. Ich würde mal sagen, wir schießen einmal drauf hier. Bam. Sind die auch ordentlich down. Hier nochmal draufballern. Und hier nochmal draufballern. So, und dann soll sie hier mal ein bisschen Damage machen. Und gleich nochmal. Jetzt sind sie down, okay. Die können hier mal angreifen. Und damit ist die Sache erledigt. Ja, wir haben jetzt leider die Kavallerie verloren. Und die Berserker durch den Zauber vom Gegner. Und haben ordentlich Damage. Aber wir können jetzt immerhin hier Stadt zurückerobern. Und Gebäude leider nur noch eins. Alles andere ist verloren hier scheinbar. Wir haben jetzt immerhin plus 5 an Nahrung. Das heißt, wir können hier mal ein bisschen was reinpflanzen. Und hier versuchen, so schnell wie möglich aufzubauen. Wir machen als erstes die Kaserne. Und die Schmiede. Und dann machen wir mal ein paar Verteidigungstruppen da. Ja, jetzt versuchen wir mal hier das zu halten. Immerhin haben wir das zurückgerobert. Das schaut schon mal jetzt ein bisschen besser aus. Also der Gegner hat noch eine Stadt von uns. Wir haben jetzt eine Stadt von ihm. Also jetzt ist es immerhin ausgeglichen wieder. Und hier ist... Achso, das habe ich ja vorhin erst gebaut. Der hier, achso, wir haben so einen Zaubergeist gebaut in der Zwischenzeit. Wollten ihn eigentlich irgendwo hier hinstecken, damit der hier das Ding hier erobert, aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt eigentlich am vernünftigsten wäre. Der hier, Phantomkrieger und Nagas. Oder die fünf Kriegsbären. Die Kriegsbären sind natürlich auch nicht ohne, ne? Die machen ordentlich Damage. Aber ich würde mal sagen, wir verziehen uns erstmal hier hin mit dem People hier. Wo bist du jetzt? Und zwar stellst du dich da schon mal hin. Kann der vielleicht hier so ein bisschen erkunden. So, beweg dich mal. Genau. Hier haben auch eine Stadt gegründet. Und so, der darf da auch verteidigen. Und das war's auch schon für diese Runde. Ja, einen Rundpunkt haben wir immerhin. Ich weiß gar nicht, was diese Rundpunkte so bringen. Oh, hier gibt es eine Schlacht. Hier greift uns unser Zaubergeist. Eine Trireme an, wir versuchen mal zu fliehen. Okay, der ist down. Die Trireme, eine einzige Trireme hat gereicht. Okay. Naja, nicht schlecht. Gut, gibt Schlimmeres. Aber schade, wir wollten mit dem noch weiter erkunden eigentlich. Was ist hier? Steinmauer ist bereit. Wo soll man die Steinmauer sprechen? Und zwar am besten hier. Direkt an der Grenze. Die Bauwarteschleife ist erledigt in Exitbury. Exitbury haben wir noch gar keine Steinmauer, oder was? Okay, dann müssen wir gleich mal auch mal eine bauen. So. Ich weiß nicht, ob die sich nach einer Zeit auflösen. Also hier in der Hauptstadt habe ich es ja noch. Und das schaut sogar richtig cool aus hier, ne? Also mal schauen, in einer Runde könnte man eventuell dann auch eine Stadtmauer bauen. In 10 Runden haben wir diese heilige Rüstung. In Exitbury haben wir die Bootsbauergilde fertig gebaut. Das heißt, wir könnten tatsächlich jetzt die erste Trireme bauen. Das machen wir auch gleich. Hier können wir auch schon Kavallerien bauen, sehe ich gerade, und Bogenschützen. Dann gehen wir mal das hier alles in die Wege. Und danach soll ein... Was ist das? Die Waisengilde nochmal. Achso, die Forschung, das ist gut.
hier ist so eine normale Stadtmauer, die wir bauen könnten. Ah, jetzt können wir die erst bauen. Dafür brauchen wir tatsächlich die Architektenhalle. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht vorher schon gesehen habe. Naja, egal. Dann gucken wir mal weiter, was ist hier noch fertig geworden. Zum Dock in der fischeroberten Stadt. Da können wir jetzt, was können wir jetzt hier bauen? Lakonenschwertkämpfer, okay. Schwertkämpfer. Ein Baumeister sogar. Und die Hellebardiere. Lakonsiedler. Ich würde mal sagen, wir bauen mal gleich mal so ein Hellebardier. Das kostet zwar, ja, wobei erstmal ein Schwertkämpfer, das ist in 4 Runden fertig. Dann Hellebardier und dann den Bauermarkt. Und dann gucken wir mal hier Schrein. Schrein ist auch nicht schlecht. Waldkundergilde dauert 19 Runden. Ne, das machen wir noch nicht. Hier sind leider 20% Unzufriedenheit. Ja, es sind ja auch Plakonen. Das sind hier Wachstumsrate niedrig. Okay. Können keine Waisengilden werfen und Tempel bauen, andere Modifikatoren und so weiter. Alle Landeinheiten kosten zweimal Produktion. Wenn die Bevölkerung der Hauptstadt aus Lakonen besteht, ist die Unzufriedenheit um 20% verringert. Spezialeinfachheit Hirschkäfer. Okay, ja, jetzt haben wir die erste Stadt sozusagen, die nicht zu unserem Volk gehört. Ist auch mal interessant zu sehen. Und der kann sich hier weiter bewegen. Der kann sich hier auch mal weiter bewegen. Das ist auch die letzte Einheit für diesen Zug. Wir haben aber noch 3 Nahrung, das heißt, wir können irgendwo noch die irgendeine Stadt bestärken. Und zwar hier vielleicht. Das in einer Runde ist die Kavallerie fertig, aber dann kommt die Kämpfergilde. Dann machen wir mal hier einen Punkt rein und dann haben wir plus 1 Nahrung. Und wir haben sogar plus jetzt in Gold, Gott sei Dank. Vielleicht weil wir die Einheiten verloren haben, ich weiß es nicht, oder weil irgendwas weitergebaut worden ist. Okay, dann machen wir mal in den nächsten Zug, würde ich mal sagen. So, euer Bauern rechnet mit einer guten Ernte. Wenn ihr bereit seid, etwas Gold zu investieren, könnt ihr dadurch die Nahrungsproduktion in mindestens eine eurer Städte erhöhen. Nehmt diese Investitionsgelegenheit nicht wahr. Oder trefft eine andere Wahl, sofern möglich. 50 Gold, ja, das nehmen wir doch mal an. Bright Heaven macht jetzt erhöhte Nahrung. Okay. Bright Heaven war hier diese Stadt, die wir hier im Norden so errichtet haben. Muss man gleich mal gucken, was das so bringt. Hier Truppenbewegungen von Freya, glaube ich, war das. Bright Heaven, da gucken wir doch mal. Jetzt haben wir hier plus 2. Okay, da können wir nichts mehr reinstellen, weil wir haben hier nicht genug People. Ich habe hier auch Speerkämpfer im Bau und Kaserne und so weiter. Ich glaube, das breche ich mal ab. Ich wollte hier eigentlich den Wohnraum erstmal vergrößern. Aber den Speerkämpfer machen wir noch zu Ende, würde ich sagen. Wobei, das kostet nur 12 Gold. Das kaufen wir uns mal schnell. Hier ist irgendwas fertig geworden. Achso, die Steinmauer ist fertig. Die Steinmauer, die tun wir mal hier in Exebury mal postieren. Und ich glaube, ich mache gleich noch einen davon. Kostet uns zwar 50, aber ich möchte hier in dieser nördlichen Stadt in Bright Heaven auch einen bauen. Und dann schauen wir mal. So, die Hochmischen Kavallerie sind in Nottingbury fertig geworden. Okay, dann haben wir wieder eine neue Cover am Start und 6 Runden haben wir die Kämpfergilde und wir haben schon Level 13 hier erreicht. Von der Stadt aus, wir könnten hier einen Tempel bauen, da können wir Parthenon und die Animistengilde bauen. Das machen wir auch. Dann die Alchemistengilde. Achso, wartet mal, ich wollte mal ganz kurz gucken, was das hier für einen Effekt hat. Fügt 2 Zauberkraft hinzu, ermöglicht den Einsatz von Nachtschatten und verringert die Unzufriedenheit. Sehr gut. Dann machen wir hier die Alchemistengilde auch direkt und die, was ist das? Bergmangelnde Mineralienblutus von 50% und erhöhte Produktionspunkte der Stadt um 50%. Erfordert Mineralien, Berge oder Hügel. Haben wir denn überhaupt Berge oder Hügel hier? Ja, hier haben wir sogar Hügel. Dann würde ich mal sagen, das soll man vielleicht sogar zuerst gebaut werden, direkt nach der Kämpfergilde. Ja, wobei Zahlzauberkraft zuerst das und dann die Bergmannsgilde. Die Uni fügt sogar 9 Forschungspunkte hinzu. Wow, das brauchen wir auch eigentlich ganz dringend. Machen wir mal so. Also, was jetzt gerade dringend? Ja, wir brauchen das. Und dann schauen wir mal. Also, nach und nach werden immer mehr Gebäude fertig, nicht nur fertig, sondern auch
baubar, ne? Ich würde hier zwar gerne mal ein paar Kavallerien bauen, aber das ist, glaube ich, wichtiger. Und auch eine Siedlung könnte ich demnächst auch noch bauen, wobei hier haben wir gar nicht mehr so viel Platz. Hier oben könnten wir tatsächlich noch eine bauen, ne? Sehe ich gerade. Hier so irgendwie. Ist das hier Wüste oder? Ja, das ist Küste auch. Wüste und Küste. Und hier könnte man theoretisch auch noch eine bauen. Ja, es wird hier langsam eng. Wir haben kaum noch Platz. Und hier im Süden wäre noch ein Platz für eine weitere Stadt. Ja, ansonsten ist hier leider schon recht viel bebaut. Und hier in der Gegend könnten wir eventuell bauen. Oder muss man jetzt mal schauen. Wie schaut denn hier aus mit den People? Die haben sich alle schon erholt. Wunderbar. Ich glaube, ich lasse mal Kentiland mal frei. Und baue ich hier eigentlich irgendwas als Verteidigung? Oh, habe ich gar nicht gemacht. Achso, die Schmiede muss noch zu Ende gebaut werden. Ich würde mal sagen, wir kaufen mal die Kaserne. Oder kann ich das hier? Ne, kann ich leider nicht. Ich habe das noch zu klein dafür. Ich kaufe mal die für 72, weil wir so schnell wie möglich hier Verteidigung aufbauen müssen. Falls da von da irgendwas kommt. Aber ich würde mal sagen, die Hauptarmee kann sich trotzdem schon mal hier in die Richtung bewegen. Da können wir Hastingland zurückerobern. Das wäre natürlich wunderbar. Der hier kann sich mal in die Richtung bewegen. Da haben wir, glaube ich, schon alles erkundet. Das heißt, der sollte mal vielleicht in die Richtung Wasser so ein bisschen was erforschen, erobern. Erkunden meine ich. Oh, ich kann nicht mehr reden. Ich nehme hier eine Folge nach der anderen auf und bin ich schon ein bisschen durcheinander. So, ich würde mal sagen, der soll mal hier hin und kann hier mal eine Straße bauen. Und der People, der soll sich mal weiter bewegen. Und was haben wir noch übrig? Nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, beenden wir mal den Zug. Ah, sehr schön. Wir haben 19 Mana pro Runde. Das macht natürlich Spaß. Trotz der, dass wir hier nur 5 rauskriegen. Aber alleine dadurch, dass wir die Städte ein bisschen ausgebaut haben, hat das ein bisschen was gebracht. So, der ist wieder dran. Dann kann er sich wieder bewegen. Jawohl. Hier haben wir einen Speerkämpfer abgeschlossen. Und dann haben wir gesagt, machen wir genau Wohnraum, bis wir hier wenigstens 220 Bevölkerung pro Runde. Das ist natürlich wunderbar. Achso, wegen der erhöhten Nahrung, ne? Ja, das gefällt mir. Wird das hier recht schnell eine große Stadt. Dann in Kentland ist was fertig geworden und da kommt die Schmiede als nächstes. Das kaufen wir jetzt auch, obwohl wir jetzt nicht mehr so viel Gold haben, aber es ist super wichtig, dass wir hier eine Verteidigung aufbauen. Ich möchte nicht die Stadt schon wieder verlieren. Und die hier sollen mal ein Hastingland gleich angreifen. Warten wir noch ganz kurz. Der hier soll. Ja, der soll sich schon mal hier in die Richtung bewegen, genau. So, haben wir noch was? Ja, nur noch die Truppen. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt hier ausreicht, ne, um anzugreifen. Ne. Gucken wir mal rein. Ah ja, okay, das sollte eigentlich klappen, 100%. Belegen wir mal selber. Weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ein bisschen Mana verwenden soll. Ich glaube, ich werde es mal lassen. Warte erst mal, bis die Gegner sich ein bisschen bewegen. Dann ballern wir gleich mal drauf hier. 10%, 10%, Knolle und Speerkämpfer. Speerkämpfer sind easy. Die Knolle sind stärker, deswegen ballern wir mal da drauf lieber. Bam. Und du hast du da auch 10%, sehr gut. Jawohl. Und dann lassen wir die mal kommen. Jetzt greift er mit irgendwas an hier. Da, okay. Erstmal die Bogenschützen weiter. Die sollen mal die Speerkämpfer, die Knolle hier weiter runterschießen. Mal 10%. Und die hier auch nochmal. Die haben sogar 20%. Sehr gut. Okay, die Knolle sind down. Bewegen wir uns hier mal ein bisschen vor. Und mit dir hier auch. Und machen wir Spiel zu beenden. Ja, du greifst mich jetzt wieder an, du Penner. Okay, so, jetzt können wir hier ordentlich drauf schießen auf die Speerkämpfer. Und da auch nochmal mit 30% sogar. Jawohl, und die letzten Schüsse. Bam. Und dann würde ich mal sagen, greift sie hier nochmal an. Und damit ist es schon erledigt. Sehr gut, wir haben minimalen Schaden gefressen und wir haben unsere Stadt zurückgerobert. Das heißt, jetzt sind wir tatsächlich mal dran und drauf und dran, hier ja, die den Gegner hier zurückzuwerfen. Immerhin haben wir jetzt eine Stadt mehr erobert, das ist ja von uns. Ja,
Ja, Hastingland muss wieder ausgebaut werden. Wir können hier nichts in Produktion stecken, weil, aber das können wir in einer anderen Stadt vielleicht. Wo können wir das machen? Hier leider auch nicht. Hier, oder? Nee, weil, ja, okay. Können wir auch nicht machen. Aber hier könnten wir Nottingbury tatsächlich nochmal einen Punkt reinsetzen. Okay, dann schauen wir mal. Das ist sowieso unsere Hauptstadt und super wichtig. So, wo waren wir in Hastingland? Waren wir unterwegs? Hier haben wir ja schon eine Bevölkerungsstufe von 3. Die steigt um 186, wunderbar. Dann brauchen wir unbedingt hier mal Verteidigung, Speerkämpfer erstmal. Dann bauen wir die Kaserne und die Schmiede auch fertig und dann machen wir weiter. Ja, die werden jetzt hier als Verteidigung mal da bleiben müssen. Ich würde jetzt natürlich gerne noch ein paar Einheiten mehr haben. Wir haben leider nicht so viel momentan, aber schauen wir mal, was so passiert. Würde mal sagen, wir beenden die Folge hier. War eine recht lange Folge, weil wir sehr viel gemacht haben. Aber ja, ihr seht, es entwickelt sich langsam. Wir haben jetzt langsam so ein bisschen die Oberhand gewonnen. Also wirklich nur ganz langsam, ja, aber immerhin. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.